Rebellion und Provokation war einmal. Gegen den Strom schwimmen? Fehlanzeige. Was früher Punks, Heavy-Metal-Fans oder Hip-Hopper in unterschiedlichen Subkulturen verkörperten, scheint heute einer großen einheitlichen Masse gewichen zu sein. Der Mainstream ist gerade bei jungen Leuten allgegenwärtig. Doch was genau bedeutet Mainstream und woran wird dieser festgemacht? Wir haben junge Leute in Köln gefragt. Was ist für dich Mainstream? Hipster. Das, was alle machen, was gerade total angesagt ist. Club Mate, all solche Dinge. Alles, was im Radio läuft. Dass alle gleich aussehen oder alle das Gleiche machen oder mögen. Wenn man dem hinterher lebt, was man die ganze Zeit irgendwie gezeigt bekommt von Medien und genau immer in dem Strom mitschwimmt, was gerade angesagt ist. Gerade junge Leute scheinen den Mainstream exakt erklären und einordnen zu können. Dabei stellt sich die Frage, wie dieser überhaupt zustande kommt. Auch auf diese Frage hatten die jungen Kölner eine Antwort. Ich glaube, durch den Lifestyle, der von Prominenz und so weiter vorgelebt wird. Ja, ich glaube, dass das halt alles so ein bisschen durch die Globalisierung gekommen ist, weil alle wissen, wie die anderen rumlaufen, finden das dann vielleicht ganz cool und wollen auch so rumlaufen. Einfach heutzutage Internet. Das ist ein Riesenthema, glaube ich, mittlerweile. Fernsehen gar nicht mal so. So Instagram ist da ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall YouTube, würde ich sagen, wenn auch in so einem Shopping Hall immer gezeigt wird, oh, ich habe das gekauft und das, dann sitzt man vielleicht davor und denkt sich, oh, das will ich auch haben. Heute scheint es gar nicht so schwer zu sein, dem Geschmack der Masse zu entsprechen. Was früher Zeitschriften oder Fernsehformate schafften, sind heute Instagram, Facebook, YouTube und Snapchat. Sie geben vor, was heute angesagt und morgen wieder abgetan wird. YouTuber, Blogger, Prominente oder sogar unsere Freunde teilen ihre privatesten Momente in den sozialen Netzwerken und schaffen es bestenfalls, uns zu inspirieren.